herzlich willkommen nach Selkosel heute bei uns im ICD. Wir sind sehr froh, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wir freuen uns, dass Sie auch einen Vortrag bei uns halten. Dankeschön, ich danke für die Einladung des Instituts für kulturelle Diplomatie. Ich bin geehrt und fühle mich geehrt, wirklich hier zu sein, und ich freue mich, hier zu sein. Gut. Ich wollte am Anfang ganz einfach fragen, was bedeutet kulturelle Diplomatie für Sie? Für mich, kulturelle Diplomatie hat nicht eine Definition. Man kann nicht sagen, wie in Politik gibt es eine richtige Diplomatie, das lernt man. Aber kulturelle Diplomatie, Kultur hat so Vielfalt, mehrere Läufe, Kultur, also Musik, Theater, Kunst, Film. Das alles kann, weil das alles Kultur ist, und die Diplomatie davon ist auch vielfältig. Also meine Diplomatie war immer, die Brücke zu schlagen, also die Brücke zwischen deutscher Kultur, europäischer Kultur und muslimischer, türkischer Kultur zu sein. Also meine Diplomatie war immer zwischen Türken in Deutschland, in der Türkei und hier so. Also zuerst mal waren für mich wichtig, zuerst mal Diplomatie zwischen Türken und Deutschen zu machen. Ja. Aber mit der Zeit geht das ja in die internationale Richtung. Man begrenzt sich nicht mit. Ja. Und um diese Brücke zu bauen, haben Sie Cinema und andere Kunst Formen, ja, genau, benutzt. Am Anfang, ich hatte nicht so den Weg nicht so gedacht. Ich habe Architektur studiert und war wichtig und nebenbei Theater gemacht und Kabarett gemacht. Und ich habe gemerkt, die Türken, die erste und zweite Generation hier, die haben nur noch in Fabriken gearbeitet. Keine Kunst, keine Musik, keine Kultur. Und mit Kultur haben sie irgendwie die Auberginen und Tomaten verstanden, die sie nicht hier hatten. Aber es gab auch von europäischer oder von deutscher Kultur aus, also, man hat dann Unterschied gemacht. Man hat gesagt, wenn wir Musik gemacht haben, wenn wir Literatur gemacht haben, das war Emigrantenliteratur, Emigrantenmusik, Emigrantenkunst. Also man hat das, unsere Kunst und unsere Kultur, so stigmatisiert. Und ich habe dann sehr viel gegen diese Stigmatisierung auch gekämpft und gesagt, hör mal zu. Also Kulturzentralismus, nein. Kulturdiplomatie, ja. Ja. Und deshalb haben Sie so viel Humor benutzt. Humor ist das Allerwichtigste. Sonst wären wir Politiker. Ja. Ja. Ich wollte nicht Politik in dem Sinne machen und Politiker sein und lügen müssen. Ja. Und Kabarett und Humor ist echt sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich habe die Früchte echt viel zurückbekommen, und man kann damit viel, viel schneller Vorurteile abbauen. Und es gab so Bühnen, wo wir aufgetreten sind. Ich habe gefragt, haben Sie schon mal so eine Türkin gesehen mit Fleisch und Blut? Gucken so, nee. Die haben das erste Mal in ihrem Leben, seit Jahren leben hier, Türkin gesehen auf der Bühne. Das war schon Modellarbeit, Modellcharakter und Vorzeige. Wir waren Vorzeigetürkinnen. Das ist auch ein Stigma. Also 1992 bis 2000. Und dann haben wir zu zweit mit zwei Frauen Duo Kabarett gemacht. Auch ging das weiter. Das war Kabarett. Und dann war Film. Und dann selber Buch geschrieben und Hörspiele geschrieben. Und ich bin immer zu Diskussionen und Gesprächen eingeladen, nicht als Künstlerin oder Schauspielerin, sondern irgendeine Missionträgerin. Ich war verantwortlich für alle Türken, für alle Kopftuch. Das ist ganz viel. Und man sagt auf einmal, ey, ich habe doch einen Film gemacht, das ist gut, lass uns doch mal darüber reden. Nein, warum haben die Türken Kopftuch? Also dann auf einmal hat man diese Aufgabe, Kulturdiplomatie zu führen. So.
Ja, ich kann mich vorstellen, das ist eigentlich ganz schwierig, weil du bist auch nur ein Mensch. Person, ein Mensch, ja, genau. Kannst du etwas, was kannst du mit das machen? Ich meine, sagst du dann, nö, wir reden nur über meinen Film? Oder? Ja. Früher habe ich alles erzählt. Ich habe von unserem Kultur erzählt. So, na, weil ich mich als Brücke fühle, habe ich unsere Tradition, warum Missverständnisse da sind, warum Türken so reagieren und Muslime so und die Frau so. Und ich habe erklärt und erzählt. Also heutzutage gehe ich gerne so zum Institut für Kulturdiplomatie. Also das sind Menschen, die dann schon das ganze Plattform gemacht haben und da rede ich gerne. Also meine Aufgabe ist jetzt nicht mehr, kleine Dinge für Verständigung zu erklären. Also ich bin kein Sozialarbeiter und Sozialpädagoge, sondern ich definiere meine Aufgabe inzwischen ein bisschen, wie kann man sagen? Du bist auch gewachsen mit der Herausforderung. Ja, gewachsen. Ja. So halt. Aber du bist dann aufgewachsen in der Türkei, oder? Und geboren in der Türkei. Ich. 1992 dann nach Deutschland gekommen. Genau, und dann. Meine Muttersprache ist türkisch, aber meine Jugend habe ich in Deutschland verbracht. Also ich bin die Mischung davon. Ja, genau. Aber du hast doch vorher gar kein Deutsch gesprochen. Nee, ein bisschen Englisch. Damals konnte ich schon Englisch. Siehst du heute einen Unterschied? Junge Leute mit Immigrationshintergrund, sind sie mehr engagiert in integriert vielleicht? Integriert. Ja, oder ja, integriert. Engagiert. In Kunst und Kultur, oder gibt es mehrere Möglichkeiten? Es gibt zwei Jugend, wenn wir von den Immigranten, Familien und Jugendlichen reden. Es gibt welche, die von ihren Eltern jetzt sehr traditionell erzogen werden und durch Vereine zusammenkommen und sehr viel türkischer Kultur, muslimischer Kultur, und die bieten auch sehr viele, die machen auch viele Organisationen, wo Jugendliche zusammenkommen. Die arbeiten unter sich, so eine kleine Ghetto unter sich. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Jugend, die Interesse hat, man muss zuerst mal Förderungen haben. Ne? Man muss als Erste wird das Geld und Budget von Kultur und Kunst geschnitten. Das bringt nicht. Und wenn wir diese Jugend, wenn wir wollen, dass sie hier angepasst sind, integriert sind und nicht integriert, sogar also Teil der Gesellschaft sind, dann möchte ich, dass die dann zusammenarbeiten. Kino, Kunst, Musik kann die Jugendlichen so gut zusammenbringen. Es gibt so eine komische Deutschland-Welt-Superstar. Ne? Oder es gibt es überall. Und da kommen alle Menschen und singen und tanzen und so zeigen. Da sieht man, die sind interessiert. Ne? Also man gibt kleine Anzeige, ich will kleine Film drehen. Kommen so viele junge Menschen, die umsonst spielen wollen und so. Der Interesse ist da. Ja. Man muss die locken können. Ja. Die andere Seite mit Fundamentalismus und Traditionalität, also mit Traditionbewusstsein, locken die schon die anderen. Wir müssen hier ein bisschen mehr kämpfen. Und ich wünsche mir viele Kulturhäuser oder nicht nur Moscheen. Die braucht man. Also in Moscheen kann man seine Religion leben. Nicht was anderes. Ne? Aber wir brauchen andere Häuser. Man baut hier in Deutschland nur noch Moscheen, weil die dann als Kultur repräsentieren. Religion ist kein Kultur. Religion ist ein Lebensart, wo jeder sich entscheiden kann, aber ich fühle mich nicht vertreten durch die Religion und durch die Moschee. Ich möchte, deshalb ist meine Forderung und mein Appell an alle Jugendliche, müssen wir rauslocken, sonst also gehen die woanders hin. Von verschiedenen Kulturen fördern eigentlich. Ja. Absolut. Das ist sehr, sehr wichtig, sonst geraten die in andere Wege und die können wir nicht mehr catchen. Also, Aber kannst du auch eine Veränderung beobachten seit deinem Studium und bis jetzt?
Also ich kann schon Änderungen beobachten, dass das innerhalb von 20 Jahren sehr viel Islamismus hier in Europa und in Deutschland passiert ist, durch Muslime und durch Islamisten und durch, das ist so vermischt. Man weiß nicht, was ist normale, friedliche Muslime und was ist Fundamentalist, wer ist Terrorist, wer ist Unteragent und so. Und da brauchen wir Klarheit. Und wenn man Klarheit braucht, dann man muss durchsichtig sein. Auch Moscheen und Religionen müssen durchsichtig sein, wir müssen hineingucken können. Wie, weiß ich nicht, das ist Aufgabe der Politik wahrscheinlich. Aber ich mag Transparenz und wünsche mir auch Transparenz. Okay, so vielen, vielen Dank. Ich danke. Ja, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns. Dankeschön. Ja, danke. Vielen Dank auch. Ich fühle mich sehr wohl hier. Gestern hatte ich mein Gala und heute hier so tolle und so viele Fahnen. Also ich finde es echt wunderbar, was international, also Institut für Kulturdiplomatie ist, und ich würde immer eure Arbeit als wie meine unterstützen, und ich danke, dass ihr so eine Arbeit leistet. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Okay.